herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll. Ich habe mich dazu jetzt doch entschlossen, wie ihr ja vermutlich seht. Und zwar soll es mal heute um meinen neuen Dünger gehen. Auf YouTube habe ich darüber jetzt nicht berichtet. Auf Instagram kam der in einem kleinen Post mal kurz vor. Und zwar geht es um den sehr umstrittenen Easy Life Easy Carbo. Und Ich denke, die meisten werden es wissen, aber Easy Carbo ist ein flüssiger Kohlenstoffdünger eigentlich oder wird zumindest so beworben und soll bzw. ist sehr giftig für Fische und Garnelen und sowas eben, da er eben, ich will jetzt nicht zu sehr ins Chemische gehen, aber da er auf einem Stoff basiert, der eigentlich ein Desinfektionsmittel ist und höchst giftig ist. Ich habe jetzt wirklich überlegt, da ich ja längere Zeit wirklich in vielen meiner Becken mit Aqua Rebel und Tropica gedüngt hatte, das waren meine zwei Dünger, die ich hatte. Das hier, das 28er da vorne, das wurde immer mit dem Tropica Premium gedüngt, zwischendurch mit dem Specialized, aber egal was, egal wie, ich hatte immer Algen. Es hatte keinen Sinn mehr, ich musste das zum Teil wirklich rescapen, weil man sah nichts mehr, es war voller Algen. Und dann war die Frage, was da los sei, Wasserwerte eigentlich in Ordnung und so. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, ich war ja auch erstmal total skeptisch, weil es ja wirklich sehr viele Videos und Beiträge gibt, wo dieser Dünger wirklich als gefährlich eingestuft wird. Und da habe ich wirklich echt überlegt, ob ich doch den Schritt wagen soll, weil wenn es nicht geklappt hätte, wäre das nämlich ziemlich blöd gewesen, wenn ich es mal so sagen kann. Aber da es mit den anderen Düngern nicht funktioniert hat, habe ich mir jetzt gedacht, ja gut, muss ausprobieren. Irgendwas muss da ja jetzt passieren. Und das Ganze ist jetzt ein paar Monate her, also ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, dass ich das auch wirklich sagen kann. Es macht ja keinen Sinn, dass ich nach zwei Tagen sage, wie sich das entwickelt hat. Und der erste Eindruck, super. Kein Problem mehr. Einmal natürlich Algen entfernt, abgesaugt, mit dem Schwamm sauber, keine Algen mehr. Klar musste man da auch so ein bisschen an der Dosierung rumspielen, aber kein Problem. Die Pflanzen wachsen viel besser und keine Algen mehr. Gut, kann ja sein, aber das Hauptproblem soll ja sein, dass es eben giftig für Fische, Garnelen und Schnecken ist. Diese Vermutungen werden jetzt natürlich nicht aus dem Nichts kommen. Mir ist auch klar, dass da dieser Stoff drin ist. Das ist klar, das kann man nicht bestreiten. Aber ich habe mich jetzt informiert und laut meines Wissens ist die Menge, die da drin ist, wenn man das natürlich richtig dosiert, den Dünger absolut ungefährlich, auch so wie die Dosierangabe auf dem Dünger ist. Klar kann man da das ganze Becken töten, wenn man die Flasche reinkippt, weil es ist immer noch ein giftiger Stoff. Aber ganz ehrlich, das ist halt eben so wenig dosiert, dass das kein auf jeden Fall ist es nicht gefährlich. Und es ist meine Erfahrung, wollte ich jetzt auch nochmal sagen, das ist mir auch wichtig, das ist jetzt meine Erfahrung und das kann bei jedem anders sein. Bei mir war es eben so, dass ich mit den Düngern wie Tropica und Aqua Rebel totale Probleme hatte. Auch JBL und Denalo hatte ich totale Probleme, es ging überhaupt nicht. Mit dem Dünger funktioniert es jetzt super. Man kann sich jetzt natürlich fragen, wieso, aber ich denke mir dann immer, Hauptsache es funktioniert. Ich habe auch mehrmals Wasserwerte gemessen, Wasserwerte alles top. Garnelen und Schnecken geht es gut, kein Problem, keine Verluste. Pflanzen wachsen super, musste ich mehrmals zurückschneiden. Es läuft so, wie es laufen soll. Was auch noch interessant ist, was ja auch immer so gesagt wird zum Thema Shihiros Doktor, zu dem wird auch noch ein Video kommen, auch ein Langzeittest, das ist ja jetzt auch ungefähr so lang her. Aber ich habe, bevor ich den Shihiros Doktor hatte, eine gute Zeit davor habe ich schon mit dem Easy Carbo angefangen zu düngen und viele sagen ja immer oder es wird immer gesagt, dass der ein Twinster oder ein Shihiros Doktor Einfluss auf die Dünger hat, dass der die zum Teil umspaltet oder zum Teil eben unbrauchbar für unsere Pflanzen macht und mit der gleichen Dosierung, also kleines Experiment, kann ich sagen, es macht keinen Unterschied, zumindest bei dem Dünger. Wie das jetzt bei einem Tropica oder einem Aqua Rebel oder sowas ist, kann ich natürlich nicht sagen, habe ich nicht hier. Aber der
Bei dem macht das wirklich keinen Unterschied. Das ist auch ganz gut zu wissen. Also wenn ihr einen Sterilisator habt, ein Elektrolysegerät, dann könnt ihr einfach so weiter düngen mit eurem Isicabo. Das macht keinen Unterschied aus. Der geht da nicht an irgendwelche Inhaltsstoffe. Was ich jetzt auch noch erwähnen möchte, ist, dass ein Dünger, sei er noch so gut, natürlich nicht der Schlüssel zum Erfolg ist. Er ist natürlich sehr wichtig, aber ich denke mir immer, es sind vier wichtige Bestandteile, die guten Pflanzenwuchs garantieren. Das ist einmal Dünger, Licht, CO2 und der Bodengrund. Und klar ist Dünger sehr wichtig, aber ihr könnt jetzt nicht mit einem super Dünger, der richtig gut passt auf euer Becken, habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, dass es jetzt nicht den perfekten Dünger gibt, aber ihr könnt jetzt nicht mit einem Dünger, der super ist für euer Becken, eben erwarten, dass dadurch alles läuft, wenn ihr da jetzt eine alte T5-Röhre über einer Rotala Valici oder sowas ähnliches oder HCC drüber hängen habt und da kein CO2 drin habt oder vielleicht nur die kleine Bio-CO2-Anlage, könnt ihr natürlich keine Wunder erwarten, dass das funktioniert. Und so wie das bei mir ist, was ich euch zeige und was ich euch erzähle über mein Becken, ist natürlich damit verbunden, dass ich da eine dicke Shiros WRGB habe mit 1800 Lumen, also absoluter Starklichtbereich. 54 Lumen pro Liter sind das, glaube ich. Ich habe da meine Druckgasanlage dran. Da ist immer ein konstanter Wert von 25, 28 Milligramm pro Liter sowas. Immer so gute 20, 25 bis 30 immer. Es schwankt ein bisschen. Natürlich je nach Zeit. Und dass ich da auch wirklich Soil, Bodengrund zusetze und alles Mögliche auch wirklich verwende. Das ist natürlich wichtig. Das ist grundlegend dafür, dass es funktioniert. Viele werden es auch wissen. Für viele ist es klar. Aber ich möchte es nur mal sagen, dass da hinterher keine Missverständnisse aufkommen. So, ich bin langsam wieder am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Vielleicht probiert ihr auch mal diesen Dünger aus. Wie gesagt, ich garantiere dafür nichts, aber bei mir hat es funktioniert. Ich werde euch gleich auch noch ein paar Impressionen aus meinem Becken zeigen, damit ihr das auch sehen könnt. Ich kann jetzt natürlich auch viel erzählen. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und ciao.